überall einen reinhauen. Wir sollten das Kupfer nicht vernachlässigen, also machen wir das da auch. Dum, 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 dum. Und, wow. Das ist sehr gut, dass ich das gerade gemacht habe, weil unser Eisen ist runter auf 24.000 und Kupfer ist runter auf 16.000. Das wäre nicht so schön. Ja, das ist auf jeden Fall, was mir gerade einfällt, die beste Umsetzung für unsere Gottenblude. Weil für Sachen wie Alien-Artefakte oder lila Tränke sind die Produktivitätsmodule noch besser. Die machen 5% pro Modul mehr. Also 25 statt 20. Sobald wir allerdings Gott 3 haben, was ja auch... Wo ist Gott 3? Da ist Gott 3. Naja, doch, das dauert noch eine Weile. Dann müssten wir alles erstmal auf 6 bringen. Und das würde dann plus 30% machen. Also bis dahin sind die rosa Dinger noch besser für die teuren Sachen. Und ich würde gerne wieder ein bisschen aufstufen. Brupp. Weg mit euch. Hin mit euch. Und grüne Tränke laufen jetzt, ne? Für die... Wir brauchen mehr Module. Achso, ich könnte sie direkt anfordern. Das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher. Forder mal Gott 2 Module an. 100 Stück. Gucken wir, wie viele wir bekommen. 5 hätten wir schon mal. Das ist zu wenig. Könnte ich alle hier reinhauen. Ärmchen auch mal schneller machen. Ah, schaut doch gut aus. Hier kriegst du noch mehr. Und schon geht auch die Forschung ganz komischerweise viel schneller, wo wir plötzlich grüne Getränke wieder haben. Ich dachte, das liegt irgendwie daran, dass es so eine aufwendige Forschung ist. Also der Zeitfaktor bei der Forschung hier recht hoch ist. Aber nee, es lag echt nur an der Ressourcenknappheit. Peinlich, peinlich. Nun gut, Schilde, 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 Schilde. Schilde automatisieren, Fragezeichen. Würde sich hier was anbieten, richtig? Also wenn wir hier schon Batterien automatisieren. Ich glaube, das mache ich mal. Mach mal da 1er und 2er Schilde hin. Bum, 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 bum. Du stell mal die da her. Aus Stahl und weißen Chips. Stahl. Weiße Chips, nicht so viele. So. Und begrenzt dich bitte mal auf 1 Stick. Und gar keinen. Reicht gleich weiter. So, und du machst bitte MK2 Schilde. Du brauchst dann nur grüne Chips. So. Nein, das ist zu viel. Da. Du hast auch keine rote Kiste. Du legst das auch gleich weiter. Zu MK3. Oh, okay, das ist jetzt problematisch. Du brauchst nämlich... blaue Boards und Alien-Artefakte und die da. Das mache ich dann von Hand. Das heißt, ich lege jetzt genug rein für eine Weile. Also die... Ja, wir haben gerade nicht so viele übrig. Die und grüne Chips. Grüne Chips, ne, blaue Chips. Blaue Chips kannst du ruhig anfordern. So, 30 Stück. Aber den Rest würde ich gerne von Hand reinschmeißen. Naja, Produktivitätsmodule kannst du auch anfordern. Hier. Produktivitätsmodule 2er. 30 Stück. Das Einzige, was ich von Hand reinschmeiße, sind die Alien-Artefakte. Und du arbeitest bitte... Ja, da wäre es sinnvoller mit Produktivität. Mit denen da. Zack. Hier. Und hier. So. Haben wir denn irgendwo noch Alien-Artefakte über? Weil ich würde eigentlich ganz gerne da schon ein bisschen was herstellen. Wenn welche über sind, landen sie ja hier unten. 11 Stück. Ist jetzt nicht so die Welt. Das sind alles 5er hier. Fanliner unten geflogen. Ja, ich hole sie mir da gleich ab. Ist okay. Hey damit. Und hoch zu den Schilden. Du bekommst jetzt... So viele. Und
produzierst fleißig deine Schilde. Okay. Mehr können wir auch nicht so wirklich bald tragen. Passen nur noch zwei rein. Wobei, die Batterien können raus. Ja, können wirklich raus. Beschränk dich mal bitte auf ein. Du brauchst keine Vorgängermodule. So. Wir brauchen keine Batterien mehr drin, weil die Generatoren Überschuss produzieren. Also eventuell ein oder zwei von einer noch höheren Batteriestufe. Aber die haben wir noch nicht. Falls wir wirklich mal mehr verbrauchen, als wir herstellen, was unwahrscheinlich ist. Hey, und bald haben wir die bessere Power-Rüstung. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das sind ja nochmal 8 in die Richtung und 8 in die Richtung mehr. Also wesentlich mehr Platz. Da bin ich echt gespannt drauf. Du da. Hau den mal hier rein. Hau den mal da rein. Also ich bin gespannt darauf, ob wir später wirklich einen Zustand hinbekommen, wo wir unsterblich sind. Und ja, fast alles one-hitten können wir nicht, weil Schaden können wir nicht erhöhen. Auch können wir. Frage ist nur, inwiefern das Ganze beeinflusst. Aber unsterblich sollten wir theoretisch werden können, weil wir können ja einfach immer eine größere Powerrüstung machen und immer größere Schilde. Der Gedanke war nur eigentlich bei diesem Modpack, dass wenn bestimmte Dinge passieren, also entweder wenn Zeit vergeht oder wenn wir genug Basen töten und irgendwas in der Richtung, dass die Gegner standardmäßig mehr Hitpoints bekommen und mehr Schaden verursachen. Und zwar auf einer unendlichen Kurve. Das heißt, irgendwann würden sie uns one-hitten und irgendwann könnten wir sie nicht mehr töten, egal was wir tun. Außer wir schaffen es halt ähnlich schnell hoch zu forschen. Aber davon spüre ich irgendwie recht wenig in letzter Zeit. Also es kann sein, dass unser riesen Fabrikkomplex, der jetzt ja doch recht schnell gewachsen ist, uns so stark gemacht hat, dass wir davon nichts mitbekommen. Oder es war alles nur ein Hirngespinst. Wobei ich in den Kommentaren gelesen hatte, dass ein, zwei andere Leute damit auch Probleme hatten. Also dass sie dann überrannt wurden. Obwohl sie eigentlich eine gute Fabrik hatten. Müsst ihr im Auge behalten. Falls einer von euch da Hinweise zu hat, zu einer solchen Mechanik, wäre es ganz lieb, wenn ihr das sagen könntet, ob die in-game ist oder nicht. Weil sonst könnte es sehr schnell sehr langweilig werden. Denn kommt es wirklich nur noch darauf an, alle Fabriken zu automatisieren. Und halt die Raketenabwehr zu bauen. So, die Dinger sind durch. Den da noch aufstufen. Und den. Wegen Strom. Und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass die Powerrüstung fertig wird. Ich könnte Zeit ein bisschen laufen lassen. Ich sollte vorher sicherstellen, dass alle Tränke da sind und auch schnell genug laufen. Blaue Tränke haben wir genug. Rote Tränke haben wir genug. Grüne Tränke haben wir genug. Es hängt also nur an den Forschungslaboren. Okay, dann gönne ich mir jetzt wirklich mal 1000% Speed. Und guck mal, wie schnell das da wandert. Wow. Nicht schnell. Definitiv nicht schnell. Okay, machen wir es noch anders. Wir lassen es mit 1000% Speed laufen und ich überlege mir, was ich noch so anstellen sollte in den nächsten Folgen. Alien-Artefakte sammeln wäre sinnvoll, wenn wir eine noch höhere Power-Armor bauen wollen. Und auf die ganzen Subkomponenten von der Power-Armor. Also sowohl die Schilde als auch die Batterien und die Schulterschießsachen und was weiß ich. Die brauchen ja jetzt auch alle Alien-Artefakte. Das heißt, Aliens töten, töten, töten. Wir könnten jetzt, wo die Basis sicher ist, also relativ sicher, wir könnten jetzt die Monsterfalle versuchen, ordentlich aufzubauen. Hatten wir ja schon mal versucht, aber das klappte nicht so ganz. Oh, warte mal. Was fehlt da? Achso, Solar Panels. Warum fehlen Solar Panels? Weil die nicht mehr hergestellt werden. Ja, das ist richtig. Reiß die mal alle ab. Die landen jetzt alle hier. Hm? Ja, das ist nicht gut. Fordert man doch nicht alle an. Nimm mal ein paar davon und tu die mal hier rein. Weil ich glaube, er versucht gerade die gelben Solarpanels da hinten aufzustufen mit grünen. Das ist ein Fehler. Das sollten die nicht tun. Da muss ich den Upgrade-Planer umschreiben, theoretisch.
Haben wir überhaupt noch so viele gelbe? Das sind die letzten gelben. Hm. Ja, okay. Bei den letzten kannst du es noch kurz machen. Da sitzt das neu hin. Oh. Oder auch nicht. Ersetzt die mal alle und wir gucken, dass wir es irgendwie hinbekommen. Das war ganz schön Lex Spike. So, das alles bitte ersetzen. Eventuell haben wir da viele Roboter, die drüber fliegen und Sachen hinsetzen wollen und keiner ist da zum Abreißen. Das müssen wir dann schauen. Und ich sortiere ein bisschen währenddessen mein Inventar aus. Dum, 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 dum. Leichen weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Dies dahin, Tür müsste ich auch bald wieder bauen. Steel Gear Wheels brauche ich nur 100. Ich brauche keine Metallstangen, ich brauche kein Salz, ich brauche keine billigen Speed-Module, ich brauche wenn dann nur gute. Die Fabrik brauche ich nicht, komische Tungsten-Pipes brauche ich nicht. Roboports hatte ich glaube ich auf Tasche, falls ich irgendwelche Alien-Artefakte vor den Mauern einsammeln will, wo wir nicht rankommen. Die Roboter hängen sich schon wieder auf. Arbeitet noch irgendjemand von euch und hilft den anderen Robotern? Okay, dann muss ich halt wieder von Hand eingreifen. Mist. Muss ich das so machen und die dann wieder aufstufen? Und dann passt das irgendwann. Die warten alle drauf, dass jemand kommt und ihnen hilft. Och, Jungens. Construction Bots. Forder bitte an Flying Frames. Ich sollte die Flying Frames Fabrik ein bisschen aufmotzen. Ich komme jetzt ernsthaft nicht hinterher. Okay. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Irgendwas schießt da ganz schön lange. Also auf irgendwas wird ganz schön lange geschossen. Bidip, bidip. So, das Debakel hätten wir auch erledigt. So, da können wir gleich freilassen. Wie sich das gehört. So. Genau, so, 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 so. Der ist schon okay. Gott, also gelb wurde jetzt erfolgreich zu grün aufgestuft und fast alles grün wurde schon zu, also mehr als die Hälfte wurde schon auf hellblau aufgestuft. Da. Okay. Und Power Armor ist jetzt bei 75% rum. Ich laufe mal zu der Modulfabrik für blaue Module und schaue, ob wir da nicht inzwischen schon was Höheres bauen können, damit ich die Forschungszentren wieder aufstufen kann. Alternativ könnte ich die Forschungszentren einfach verdoppeln, oder? Bau mal, ja, das gefällt mir. Bau ein paar Labore und schmeiß sie in irgendeine Kiste. Muss das hier oben nur weg. Und wir haben doch eine Fabrik für... Ah, die funktioniert nicht. Okay, egal. Weg, 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 weg. Die drei müssten wir wahrscheinlich umsetzen. Sonst haben wir keine Ärmchen mehr. Oder haben wir unten schon Ärmchen neu aufgebaut? Gucken wir mal. Also wir gucken unten, ob Ärmchen da sind. Wenn ja, dann ist alles gut. Wenn nein, müssen wir das Blueprint setzen. Setzen wir es hier hin. Blueprint für Ärmchen. Dahin. Oder war der Platz hier oben verbraucht? Ihr seid jetzt 5er. Ja, der Platz hier oben ist verbraucht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Roboter, ihr müsst das also wieder zerstören. Setzt es dann halt hier drüber. So. So.
Also Ärmchen werden hergestellt im Nordosten der Basis. Das heißt, die Ärmchen hier oben können abgerissen werden. Damit durch. Die hier können abgerissen werden. Dann kommt der Blueprint weg und wir machen einen neuen Blueprint von der Forschungsanlage. Und kopieren die Forschungsanlage. Müsste denn hier bedeuten, dass wir doppelt so viel dass wir doppelt so viel forschen, richtig? Ja, eigentlich schon. Und die kriegt dann auch alles bieten, Bruder. Zack, 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 zack. Okay. Und ja, ich bin ein wenig ungeduldig. Und das wird nicht besser werden, weil die höheren Forschungen werden noch länger brauchen. Wir haben jetzt die Dreier, die wir erforschen. Es gibt keine Vierer. Achso, es gibt bei Ditech keine Vierer. Okay, wie schaut's denn aus hier? Die hier bräuchte Zeiteinheiten nur 30. Die bräuchte Zeiteinheiten auch nur 30. Und die auch nur 30. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Forschung braucht ja gar nicht so lange. 30, 30. Nö. Ah, hier. Okay, Modulsachen. Die brauchen lange, aber die brauchen auch andere Modullabore. Brauchen die da? Das heißt, die müssten wir auch irgendwo noch kopieren. Aber erstmal ist das Wichtigste, dass die Power Armor fertig ist. Mein neuestes Spielzeug. Du, bitte upgrade. Upgrade. Okay, das heißt, nächste Folge wird hoffentlich die Power Armor fertig. Dank der ganzen neuen Labore. Dann werden wir uns dran machen, die Power Armor ordentlich auszurüsten. Damit wir uns außerhalb der Basis austoben können. Also einfach in eine richtig, richtig große Basis reinlaufen und alles gegen tanken, was die haben. Das wäre so der Plan. Geht dank unserer ganzen Schilde, ja. Wo wir vorsichtig sein müssen. Wir haben nur zwei Fusionsreaktoren mit insgesamt 4,2. Das heißt, wir können nur... wir können eigentlich nur die da laufen lassen, weil die hier verbrauchen ja auch noch Strom. Wir haben Stromprobleme innerhalb unserer Rüstung, das merke ich gerade. Wir sollten also, bevor wir uns austoben gehen, vielleicht noch ein, zwei davon bauen. Und dafür müssten wir die da bauen. Und dafür müssten wir die da bauen. Irr. Ja. Und dafür brauchen wir wieder Ehenartefakte. Ah, also wir brauchen definitiv mehr Ehenartefakte. Also wir kommen nicht drum rum, in den nächsten Folgen sporadisch immer wieder töten zu gehen. Oder immer wieder hier Leichen einsammeln zu lassen. Damit das alles auch klappt. Alternativ könnte ich immer noch schwach werden und die Baumfarm bauen oder ähnliche Alternative, um an Artefakte ranzukommen. Aber es geht eigentlich so ganz gut. Bin nur ein bisschen ungeduldig wegen den ganzen tollen neuen Rüstungen und den ganzen Sachen, die ich da reinstopfen möchte. Aber das läuft ja nicht weg. Sammel da mal alles auch ein. Wobei es nicht so viel ist. Und wenn wir jetzt überall Gott MK2-Module reinstopfen, dann haben wir auch keine Pollution mehr, dann locken wir gar keine Gegner mehr an. Also Monsterfalle klingt auch wie ein schönes, würdiges Projekt. Und zwar eine, die diesmal auch funktioniert. Und zwar eine richtig große, irgendwie hier drumherum eine Monsterfalle bauen oder so. Das hätte was. Wobei sich so eine Basis eher anbieten würde. Weil sie auf zwei Seiten, also anderthalb Seiten Wasser hat. Das heißt, wir könnten dann nicht hier drumherum eine Mauer bauen. Also eine Mauer, Turm, Mauer, das von beiden Seiten gesichert ist. Und die Türme schießen dann nur so weit rein, dass sie die Viecher angreifen und nicht die Spawner. Dann haben wir hier auch 1, 2, 3 Roboports verteilt. Wobei die Roboter dann immer wieder sterben werden. Was schade ist, weil die Splitter ja auch die Roboter angreifen. Aber wir tauschen dann die Ressourcen für Roboter gegen Alien-Artefakte. Und das sollte eigentlich einigermaßen okay sein. So. Etwas größerer Angriff hier gerade. Ah, müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, falls einer von euch weiß, wie das ist mit dem Bonus Schaden und Bonus Lebenspunkte für die Gegner, was es damit auf sich hat, bitte in die Kommentare schreiben. Also, bis gleich.